müssen eben Haare sein, das solltest du kennen. Haare nie von unten föhnen, sondern vom Ansatz in die Spitze föhnen. Weil so tut man die Schuppenschicht von oben schließen und dann hat man einen natürlichen Glanz. Was auch viele falsch machen, dass man die Haare von oben runter bürsten. Nein, man tut von unten nach oben, damit die Knöpfe sich nachher gut rausstrahlen können. Die Haare zu einem Zopf flechten, einen Dutt machen. Wichtig ist einfach, dass die Haare zusammengebunden sind über die Nacht. Wichtig, dass ihr den Spitz nehmt und nur dünn abtupfen, damit eure Schuppenschicht schön zubleibt und das nicht abbricht. Nicht am gleichen Ort zusammenbinden. Ihr könnt einen Rossschwanz machen, unten das schön zusammenbinden, auch einen Dutt machen. Nur nicht immer an gleicher Stelle. Nach dem Conditioner die Haare mit kaltem Wasser abwaschen, weil so macht man die Schuppenschicht schön zu und die Haare haben einen Glanz. Was viele noch falsch machen, ist, sie benutzen den Conditioner nicht richtig. Sie tun den Conditioner auch auf den Ansatz, obwohl der nur in Länge und Spitze gehört. Für das hat man das Shampoo für den Ansatz für die Reinigung und der Conditioner ist da, um das Ganze abzuschliessen. Also, das heisst, Conditioner nur auf Länge und Spitze.